Also was ich sehr interessant gefunden habe, ist auch, dass man, wo man die verschiedenen Gesichter gesehen hat, ich habe das Gefühl, dass das Leben uns nicht prägt, sondern so wie wir auf die Erfahrungen im Leben reagieren, dass das uns prägt und eben auch unseren Ausdruck und unser Gesicht. Und da habe ich es sehr, sehr spannend gefunden, die verschiedenen Gesichter zu sehen. Und was ich sehr schön gefunden habe vom Jan oder vom Produzent, ist, dass er alles vereinheitlicht hat. Das, was er seine Botschaft hat wollen überbringen. Es ist eine Einheit, egal wie verschieden wir sind alles Pflänzchen auf einer Wiese, wir sind alle eins. Und das habe ich mega schön gefunden. Also am meisten vermittelt hat er mir, dass man mehr aufeinander eingehen sollte, dass es gar nicht so wichtig ist, wie sieht man aus, was denkt der andere. Es ist unwichtig, man kann miteinander. Das ist das, was mir der Film vermittelt hat. Es ist einfach genial. Der Film hat für mich vermittelt, dass so viele Menschen, wie es gibt, jeder Mensch ist einzigartig. Nicht nur im Aussehen natürlich, in der Mimik, im Spruch, der Stimme, sondern auch, hauptsächlich auch in den Gefühlen. Im Denken, Fühlen, Handeln. Und trotzdem eben sind wir alle gleich. Gut, die wichtigste Botschaft, finde ich, ist auf jeden Fall, dass gerade jetzt in unserer Zeit, wo es sehr viele Konflikte gibt, es am wichtigsten ist, dass wir als Standard für unsere Zusammengehörigkeit nicht unbedingt unsere Herkunft oder unser Aussehen oder sonst irgendeinen vielleicht sozialen Status nehmen, sondern wirklich nur unser Menschsein. Und ich denke, das Menschsein, das sollte ja ein Maßstab sein für unser Verhalten miteinander und ich denke auch in der Politik, wenn das Menschsein einfach wichtiger wäre als irgendeine andere Agenda, dann würde es einfach viel mehr Gewalt ersparen. Dass es so dicht aufeinander ist, dass man quasi Weltgeschehnisse von Traurigkeit, Verletztheit, Tiefgründigkeit und unglaublich viel Spass in einem kann sehen und merken, dass alles zusammen funktioniert, weil wir Menschen sind. Ich habe mich wirklich einen kleinen Moment im Mittelpunkt können fühlen und gleich als Teil vom Ganzen. Also es ist von der Produktion her mit dem schnellen Schnitt ist es wirklich spannend gewesen. Ich habe spannend gefunden, wie die verschiedenen Emotionen reingekommen sind. Zuerst das Ernste, das Traurige, dann das Glückliche, das Spass haben, dann so das Normale, das Miteinander reden und also, ja. Es sind einfach die verschiedenen Charaktere der Leute und einfach auch die Stimmungen, die man versucht hat, rauszufiltern. Es sind sehr unterschiedliche Leute, die eben auch so können wirken und auch so sind. Und das macht ja das Ganze sehr, sehr bunt und gemischt und ja, emotional. Dass man so viele verschiedene Gesichter sieht und auch Gesichter recht vor nahe sieht, weil normalerweise ist man ja eher ein bisschen Distanz, also ja, man hat vielleicht 1-2 Meter Abstand von den Leuten und da hat man mal wirklich so Gesichter richtig von nahe gesehen und dann auch den Ausdruck richtig gut gesehen. Es war einfach toll, es war magisch, es war großartig und ich bin einfach baff ab der Reaktion von den Leuten, ab dem, was sie gesagt haben und es hat mir so viel Spaß bereitet, diesen Film zu schneiden, diesen Film zu produzieren, der Dreh, die ganzen Leute kennenzulernen. Und ich würde es genauso wieder machen, wie ich es gemacht habe. Das war eigentlich auch der Aspekt, warum ich gesagt habe, ich möchte den Film schwarz-weiß gestalten, weil ich wollte es zu einer Einheit bringen. Ich wollte es aber auch modern und stilistisch sehr ansprechend gestalten. Und das war mir ein sehr großes Anliegen, das einfach sehr persönlich und echt zu machen. Und durch dieses Schwarz-Weiß hat es auch eine Tiefe bekommen. Das war mir unglaublich wichtig, dass dieser Film wirklich berührt. Und ja, das hat er offensichtlich auch. Es ist für mich die Welt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also es ist wirklich das Größte. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Und es ist einfach nur toll. Und ich bin happy und glücklich und dankbar für alles. In dem Fall das perfekte Geburtstagsgeschenk. Das perfekte 30. Geburtstagsgeschenk, perfekter ging es gar nicht mehr. Ja. Danke. That's it.